Guten Morgen. Was greift man heute an? Heute geht es um dieses Teil hier, um den Dampfmeister. Gibt es ja ganz in verschiedenen Variationen, ist immer dasselbe Bauteil. Ja. Ich wollte letzte Woche ein paar Mittelwände, ein paar Altwaben ausschmelzen. Und was ist passiert? Ich stecke das Ding an und die Sicherung fliegt. Ja. Das ist ja in meiner gesamten Imkerlaufbahn, habe ich schon zwei von diesen Teilen auf dem Gewissen und habe die in der Regel jetzt immer weggeschmissen. Bis ich beim letzten Mal war ich zu Besuch ja beim Bienenruck und habe festgestellt, Mann, die Spiralen gibt es als Ersatzteil. Ja, die sind nicht mal teuer. Ich denke mir, das gibt es doch nicht. So, und jetzt nehme ich euch mal mit und wir probieren das Teil wieder zum Laufen zu kriegen. Ich habe im Prinzip mal sicherheitshalber mal alles dabei. Das hier und eine Paste. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Also ich bin wirklich gespannt. Das kann man schon mal, jetzt bauen wir mal alles runter, was wir nicht brauchen. Ja, Stromkabel und hier den Schlauch. Dann werde ich das Ding auch gleich reinigen, weil, ja, ihr seht es, der ist nicht geschont worden. Der hat schon wirklich einiges hinter sich. Und ich glaube, ich weiß auch meinen Fehler, warum ich das Ding hier kaputt gemacht habe. Normalerweise waren sie immer, sind sie durchgebrannt wegen dem Kalk. Ja, weil die sind irgendwann verkalkt. Ich weiß, es steht ja extra dabei, man soll nur Kalk, destilliertes Wasser nutzen. Aber naja, wir sind jetzt mal ehrlich. Ja, und jeder von euch weiß, nicht immer macht man das, was draufsteht. Und er hat es ja jetzt auch, ja, der hier 4 Jahre lang getan. Also 4 Jahre lang hat er durchgehalten mit normalem Wasser. Und, aber das war gar nicht der Fehler. Ich drehe die mal raus. Der Fehler war, ich habe immer am Ende der Saison ein bisschen Essig reingeschüttet. Also wenn ich mit allem fertig war, habe den aufkochen lassen, habe ihn dann ausgeschüttet und dann war er entkalkt im Prinzip und alles war gut. Was hat der Jupp dieses Mal vergessen? Ich habe Essig reingeschüttet, also Essigsäure, habe ihn aufkochen lassen und musste weg und haben vergessen und haben stehen lassen im Prinzip. Und was war das Ende vom Lied? Also ich vermute mal, dass die Spirale durchoxidiert ist oder irgendwas davon ist auf jeden Fall kaputt gegangen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Und ich hoffe, dass er dann wieder läuft. Dann haben wir Geld gespart und ja. Und euch hat es vielleicht auch was geholfen, weil ihr seht, wie man das Teil repariert. Aber erstmal machen wir mal hier oben auf. Ich habe übrigens, durch das, dass ich jetzt weiß, dass es die gesamte Heizeinheit komplett separat gibt, habe ich sogar eine Idee. Es dauert aber noch ein bisschen, nächstes Jahr wahrscheinlich. Oder im Winter habe ich Zeit. Da will ich mir dann nämlich was bauen. Ein Gerät, das es wahrscheinlich so noch nicht gibt. Okay. Schon mal offen hier. Ja, Gottes Willen, schaut es hier drin aus. Schaut es hier drin aus. Ich hole euch mal her. Und nach unten. Ja. Ja, den Dreck machen wir alles gleich sauber jetzt dann. Da gehe ich schnell dahinter und spüle es ab. Aber erstmal schraube ich das alles locker. Also oben alle Schrauben raus. Dann sind hier noch 2 Schrauben drin. Die drehen wir jetzt auch mal raus und dann schauen wir mal, was da drunter ist. Also ich habe das Teil auch noch nicht zerlegt. Noch nie. Und warte mal, ich stelle ein bisschen weiter nach hinten, da seht ihr mehr. Ich habe das auch noch nicht zerlegt, deswegen muss ich auch schauen, was mich erwartet. Oh, ja, ich sehe das Problem schon. Da ist alles drin oxidiert. So,
Dann sind hier nochmal 3 Schrauben. So, legen wir mal hier. Die Schrauben selbst sind aus Edelstahl. Sehe ich gerade. Die schauen aus wie neu. So, hier ist noch eine Beilagscheibe. Dann wir die nicht verschmeißen. Ich weiß nicht, ist die da. Ich schau mal, ich ziehe das mal auseinander. Nein, die ist hier nicht drin. Okay, wieder zusammen. Okay. Dann kann man das schon runterziehen. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, was der Daniel meinte. Da haben sie jetzt mehr Paste dabei. Ah, und jetzt sehe ich schon was Kaputtes. Ich sehe schon was Kaputtes. Und das war jetzt alles, oder wie? Ich glaube irgendwie, dass die Heizspirale gar nicht defekt ist. Irgendwas sagt mir, dass das hier nicht kaputt ist. Irgendwas sagt mir, dass das hier nicht kaputt ist. Das hat nicht mal ein Loch. Ich glaube eher, es liegt an dem hier. Das war einfach nicht mehr dicht. Sieht mir nämlich ganz böse danach aus, also dass die Kontakte hier, also dass das hier nicht mehr dicht war und dass hier innen drin ein Kurzschluss entstand. Und was kaputt ist, das sehe ich jetzt schon. Das ist dieses Bimetall hier. Und deswegen diese Paste hier. Ja. Die Paste reicht ja, weiß ich nicht, für 20 Reparaturen. Das hier funktioniert noch. Okay, aber jetzt gibt es einen kleinen Cut für euch. Ich gehe nämlich schnell jetzt, ich gehe jetzt schnell dahinter. Die Gummidichtung tauschen wir auch aus, weil die haben wir auch neu. Ja. Also das ist ja wirklich Baby einfach. Ich hätte mit mehr Widerstand gerechnet, sagen wir mal so. Ich hätte wirklich mit mehr Widerstand gerechnet. Und dann komme ich ja wieder. Ich schrubbe das nur schon sauber. Ja? Schön kühl. So, dann ist das Ding wieder sauber. Und jetzt bauen wir das wieder zusammen. Ja, jetzt bauen wir das wieder zusammen. Wie war das jetzt nochmal? Also erstmal der Gummiring. Der Gummiring, der war mit der dünnen Seite, also mit der dünnen Seite nach innen. Ja. So. Ja. Dann brauchen wir das hier. Das hier. Das ist wahrscheinlich völlig egal, ob so rum oder so rum. Aber der Heizstab soll ja so im Wasser liegen. Also schaue ich jetzt einfach mal, wie das gehört. So, so gehört es. Also, dann haben wir gesehen, diese Paste hier. Hier ist die Paste hier oben drauf. Ja. Ja, holen wir uns hier mal was. Mir wurde gesagt, nicht sparen mit dem Zeug. Nicht übertreiben, aber auch nicht sparen, dass einfach wirklich der Hitzefluss gut stattfindet, dass der ausschaltet, dass die nicht durchbrennt. Ja. Da kann ich locker noch ein paar machen. Dann setzen wir das Teil. Warte mal, irgendwas fehlt doch. Nein, es fehlt nichts. Nein, es fehlt wirklich nichts. Das gehört sich wirklich so da rein. Dann setzen wir dieses Teil hier ein. So rum hatten wir es, oder? Nein, so rum. Also das hier muss nach unten, so rein. So. Gut, schön gerade. Dann stecken wir das hier rein. Komm, geh her. Tada. Dann so halten. Ja, jetzt schütten wir das Wasser über die Hose. Sehr schön. Ich muss mich mal hinstellen.
Also. Aber das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Sag mal, wenn ich das drehe, wie ist es dann da drin? Ich muss das nur mal jetzt sehen. Ich will nämlich schon, dass das so gut wie möglich von unten her heizt. Ja. Ja, so machen wir das. So bauen wir es ein. So, ja, seht ihr es? Ich hoffe, ihr seht es. Ich habe das gedreht, dass der Kontaktabnehmer oben ist. Ich weiß nicht, ob das vorher so war. Aber ich will ja, dass das Teil voll im Wasser ist. Ja. Mir wird sogar gefallen, wenn es noch weiter drin ist. Aber geht nicht. So, dann Schrauben hier rein. Komm, geh rein. Ich mit meinen Wurstfinger. Ja, komm, jetzt. Gut. Und ich glaube, dass diese Verschraubung das Problem war, dass die nicht fest genug war und das Wasser hier durchgedrungen ist. Das vermute ich nämlich war das Problem. Hier kommen jetzt. Ach, der Magnet. Okay, jetzt habe ich ja wieder zwei Hände. So, noch nicht ganz anziehen. Jetzt fehlt mir nämlich noch eine. Da ist die Beilagscheibe hier drin. Und man sieht ja, dass die Beilagscheiben verrostet sind. Das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Hier haben wir auch einen Kontaktabnehmer. Einen Kontaktabnehmer. Ich weiß jetzt nicht, weil das ist ja eine Leitpaste und eine. Deswegen mache ich hier jetzt auch mal was drauf. Nicht unbedingt, dass es hier die Wärme besser leitet, sondern das ist ja eine Kontaktpaste, dass einfach der Stromfluss unter Umständen, ich vermute mal, es ist die Erdung, schaden kann es auf jeden Fall nicht, was ich da jetzt gemacht habe. Aus dem Grund, alles tutti. Ja. Ich sage euch eins, das war hundertprozentig. Sehr schön. So, fertig ist die Hütte. Wieder angeschraubt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Blendendeckel hier. Ja. Der Blendendeckel, die zwei kleinen Schrauben. Dann können wir den Hauptdeckel draufschrauben und dann ist das Ding wieder gut. Und dann werden wir mal Wasser reinmachen und das Ding mal anstecken. Ja. Letztes Mal, wie ich das gemacht habe, hatte ich keinen Strom mehr im ganzen Haus. Und ich glaube wirklich, also ich werde die jetzt mal nicht wegschmeißen, die werde ich dann mal testen. Das Teil ist wahrscheinlich verpresst. Ja. Vielleicht kriege ich es auseinander und dann werde ich mir das innen mal anschauen. Vielleicht kann ich es reparieren, weil dann kann ich das gleich für mein anderes Projekt nutzen. Weil die Gummidichtung ist zwar auch schmutzig, aber die kann man auch reinigen. Das kann man auch putzen. Und ich glaube es wirklich. Und ich glaube, wenn man es genau hinschaut, hier oben, da ist das Wasser. Also hier, da ist das Wasser eingedrungen, weil hier ist auch der Rost. Aber es sieht mir nicht aus, als ob die hier kaputt ist. Weil es sieht man normal sehr, sehr gut, wenn die kaputt sind. Die haben dann irgendwo da so eine komplett dunkle Stelle, da wo sie im Prinzip ausgebrannt sind. Ja. Auch wenn ich vielleicht die Spirale jetzt andersrum rein habe, wie gedacht. Aber wenn ich die jetzt drehe, ist dann der Punkt dasselbe oder nicht? Ist das das? Ja, man kennt nämlich bei dieser Spirale, wenn man das mal so anschaut,
Die ist bei weitem nicht so gebogen wie die hier. Aber wenn ich sie jetzt so halte, kommt jetzt im Prinzip dasselbe raus wie vorher. Ja? Das lassen wir, das riskieren wir. So, dann halt Deckel drauf, so rum. Dann schrauben wir das Ganze wieder zu. Erstmal die Schrauben rein. So, Wasser ist drin. Dann Strom. Stecken wir mal an. Mal schauen, ob wir jetzt dann gleich wieder alle im Dunkeln sitzen. Was ja heute unwahrscheinlich ist, weil die Sonne scheint. So, und anstecken. Und jetzt heißt es warten. Jetzt heißt es warten. Oh! Sieht alles so aus, als ob es funktionieren würde, ja? Sieht wirklich so aus, als ob es funktionieren würde. In der Zeit, wo der da mal kurz aufheizt, kann ich ein paar Worte sagen zu meinem dann neuen Bauprojekt. So, und jetzt warten wir mal, bis das Ding wirklich heiß ist und dann auch abschaltet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gibt's einen kleinen Cut. Und wir sehen, er funktioniert wieder. Ja, er funktioniert wieder. Was ich jetzt definitiv noch im Auge behalte, schaltet er auch ab, wenn er den Füllstand, wenn er unter die Füllmarke kommt, aber automatisch abschaltet. Das ist hier. Das ist mir noch wichtig, das werde ich jetzt noch im Auge behalten, das werde ich aber dann auch sehen, weil ich ja ein paar Rämchen ausschmelze. Und, haha, ich glaube, ich habe die beiden Fehler gefunden. Also, ich schalte euch mal hier runter. Ich habe ja gerade überlegt, wie das Teil hier zusammengebaut ist, aber hier ist eine Lücke. Da kann man hier vorsichtig hochheben und gehalten wird das eigentlich nur, warte mal, ein bisschen höher. Gehalten wird das nur von diesem Dorn hier. Ja? Wenn man den hier rauszieht, kann man es vorsichtig hochheben. Aber das Teil hier müsst ihr festhalten. Am besten hebt es gleich an dem kleinen Kunststoffteil hier raus. So, und das war's. Also, nicht dieses Blättchen ist das, was es auslöst, dass es ausschaltet. Doch, das ist dieses, auch hier innen drin wird umgeschalten. Hier sind die Bimetalle und hier seht ihr es, da ist Wasser eingedrungen und das hat hier im Prinzip, ist alles durch die Schrauben, also beziehungsweise der Auslöser sind die Beilagscheiben. Die Beilagscheiben, die rostigen Beilagscheiben, haben das Wasser, wurde rostig und hat dann hier alles zugesetzt. Aber das bringe ich wieder hin. Also das Ding schaffe ich wieder, dass es wieder funktioniert. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, jetzt ist das rausgefallen. Reinstecken, hier festhalten. Und dann ist es wirklich ganz easy zusammengebaut wieder. Einfach die Löcher wieder übereinander zudrücken. Und dann seht ihr, der Dorn hier, der hält alles. Den einfach reindrücken. Voll erledigt. Das war's. Aber das bringe ich hin. Also das repariere ich, das Teil. Und dann brauche ich eigentlich dann nur noch das hier neu. Und das, ich glaube, das kostet 10 oder 12 Euro. Ich muss auf die Rechnung schauen. Und dann habe ich wieder ein funktionierendes. Ja, Gummidichtung kann ich auch nutzen. Ich werde aber dann definitiv in der nächsten Zeit, die Beilagscheiben austauschen. Also ich werde es nochmal aufschrauben und werde die Beilagscheiben rausmachen und werde auch Edelstahlbeilagscheiben einlegen. Die gibt es bei uns hier, da ist so Bruchwarenverkauf oder was das ist, der hat also Schraubenmarktmäßig. Da kriegt man die wirklich für so einen Sack voll wahrscheinlich für 2 Euro. Aus dem Grund, das werden wir machen. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen geholfen, das Video. Das Ding läuft auf jeden Fall wieder. Ich werde das beobachten. Ob er ausgeschalten hat, das werde ich euch natürlich auch hier in dem Video einblenden, weil euch bringt es ja nichts, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe und ich sage es euch irgendwann in 3 Wochen, sondern
wenn was nicht funktioniert hat, steht es jetzt dann da unten in irgendwo oder davor auch schon irgendwo. Dann sage ich tschüss, bleibt gesund, haut rein und wir sehen uns. Weil ich muss jetzt da leider weitermachen. Ich muss ein paar Waben ausschmelzen. 20, 30 Stück noch. Ich habe zwar unten noch den Deckelwachschmelzer vom Bienenruck mit dem Dampfmeisteraufsatz. Ja, das wirklich super funktioniert. Aber durch das, dass ich ja noch Deckelwachs, also ich muss noch 4 Eimer Deckelwachs schmelzen und da müsste ich ihn extra wieder vorher sauber machen, habe ich mich jetzt entschlossen, ich schmeiße da unten das Deckelwachs rein und die paar Rähmchen schmelze ich schnell bei mir hier im meinen selbstgebauten Dampfwachsschmelzer aus, weil der funktioniert ja auch super. Ne? Und dann brauche ich das nicht schmutzig machen. Ja. Habe ich größere Mengen, werde ich wahrscheinlich beide. Also nächstes Jahr im Frühjahr ist es ja wieder so der Fall, wo ich dann viele Altwaben habe, wo ich raushau. Dann werde ich wahrscheinlich beide im Einsatz haben, den und den. Und dann geht es ratzifatzi. Dann sage ich tschüss und wir sehen uns. Heißes Stück.